Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer. Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz. Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen lang. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt, aber ich folge Ihrer Entscheidung, Captain Blazkowicz. Schon okay, Blazka. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. General Totenkopf, heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Bleib's hier! Oh, auf Wiedersehen. Oh. Sir, ich habe eine Idee, Sir. Folgen Sie mir!
Krankenhaus. Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja, Doktor. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Obhut. Hier sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Seltsames Gefühl, gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit, die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Keinen Moment! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Anja! Stopp! Sie haben einen Offizier im Dienst angegriffen! Nicht den Betreuer zu töten! Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung! Papa! Bringt sie zu Keller! Das hat er ja. Ganz ruhig! Scheiße! Hilfe! 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 Dreckige Schweine! Wohin wollen die sie bringen? Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlt sich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Niemand sollte auf diese Weise sterben.
Das Schinkesender. Wir schießen Leute, die sich nicht wehren können. Schon einmal. Achtung!